Ja, hallo Pflanzenfreunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Was hat sich denn in der Hydroponic-Box getan bis zum letzten Video? Naja, nicht viel kann ich euch sagen. Da seht ihr dann nochmal gerade eine Paprika, aber ich möchte euch noch was anderes zeigen. Und zwar ist eine Paprika zwar schon fast rot geworden, aber die Pflanze ist auch sehr am Leiden. Und zwar ist mir da Folgendes passiert. Ich habe nicht auf den Wasserstand der Hydroponic-Box geachtet. Leider ein, zwei Tage lang standen die Pflanzen dann, also die Wurzeln über den Wasserpegel, und das ist ja nicht so gut. Die sollten natürlich im Wasser stehen. Und dann habe ich noch schnell das Wasser nachgefüllt, beziehungsweise ich habe komplett Neues reingemacht, dann neue Nährstoffe rein und so Zeug. Wisst ihr ja, wie das läuft, kennt ihr ja aus meinen Videos. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass die sich nochmal holt, beziehungsweise wenn sie nichts mehr wird, kommt sie raus. Ich habe noch ein paar andere drin zum Glück. Ja, da seht ihr mal die Wurzeln, wie das aussieht, wenn die quasi unter Wasser sind. Aber ich wäre ja nicht der Indoor-Gemüse, wenn ich euch das Ganze nicht mal mit offenem Deckel zeigen würde. Zack, Deckel auf. So sieht das Ganze dann aus. Da sieht man auch schön, wie die Wurzeln quasi zwischen diesen Tonkügelchen hindurchwachsen ins Wasser rein. Genauso soll das auch sein. Ja, könnten eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen weißer sein, aber es geht eigentlich ganz gut. Weil wenn sie ganz weiß sind, dann ist natürlich die Pflanze top gesund, und die sind jetzt doch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, weil sie ja dann doch unter der Hitze im Sommer auf dem Balkon standen. Ja, und die hatte ich ja gekappt. Das ist ja die Peperoni. Da ist zum Glück jetzt schon eine neue Wurzel rausgekommen, wie ihr seht. Schöne, weiße, frische Wurzel. Sieht sehr gesund aus. Das zeigt mir natürlich, dass die Pflanze weiter kämpferisch ist und neue Wurzeltriebe ausbilden möchte. Da seht ihr natürlich auch noch die alten braunen Dinger, die hatte ich ja komplett zurückgeschnitten, in der Hoffnung, dass sich dann neue Wurzeln bilden. Und das ist natürlich jetzt auch der Fall gewesen. Ja, da seht ihr nochmal meine Hydroponic-Box, die ich ja beim letzten Video quasi Salate eingesät habe. Da ist leider noch nichts rausgekommen. Ab und zu erwischt man ja auch mal ein bisschen Saatgut, was nicht keimfähig ist. Obwohl ich natürlich auch jeweils zwei in einem Netztopf reingemacht hatte. Aber kann es immer mal vorkommen, dass es trotzdem nichts wird. Deswegen muss ich mal weiter abwarten. Ansonsten kommt da wieder neuer Salat rein oder was anderes. Mal gucken. Aber auch da gucken wir mal kurz rein. So sieht das Ganze von unten dann quasi aus. Und da habt ihr dann auch die Sauerstoffpumpe gesehen. Ja, wie es auch anders aussieht, das ist auf dem Balkon. Mittlerweile ist es ziemlich leer geworden. Ihr seht schon, die ganzen Tomaten sind jetzt mittlerweile im Gewächshaus drinne. Und das wollte ich ja eigentlich nächste Woche abbauen. Ich muss mal gucken, wenn das Wetter so schön bleibt, lasse ich es dann doch noch ein bisschen stehen. Was aber auch ganz cool ist, und zwar, dass jetzt nochmal Erdbeeren quasi am Kommen sind. Das hätte ich gar nicht gedacht. Für den Herbst ist das auf jeden Fall schon mal top. Da seht ihr noch ein paar nicht rote Erdbeeren, aber das werden wahrscheinlich auch noch mal schön welche werden, hoffe ich mal. Da freue ich mich doch. Vielleicht packe ich die auch in mein Arbeitszimmer rein, mal gucken. Unter die LED-Lampen. So, das ist dann quasi noch mal ein Überblick, wie es jetzt aktuell in meinem Tomatengewächshaus aussieht, auf dem Balkon. Da haben wir unten schöne Petersilie. Die ist ja auch noch mal richtig schön gewachsen. Und apropos die andere Petersilie, die habe ich weggehauen, die aus dem Supermarkt, die ist leider mir eingegangen. Und so ist es natürlich auch meistens gedacht von den Supermärkten, dass diese Kräuter nicht lange halten und ständig kaputt gehen, damit man sich immer wieder was Neues holt. Deswegen sage ich euch, zieht euch am besten aus eigenen Samen eure Kräuter, da habt ihr auf jeden Fall mehr von. Jo, und die Paprika hatte ich komplett zurückgeschnitten, da hatte ich die ganzen komischen Blätter, die nicht so schön aussahen, mit Flecken weggeschnitten, und seht mal, da sind komplett neue grüne Blätter rausgekommen und auch neue Blüten. Und ich habe sogar noch eine neue Paprika dran entdeckt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Wahnsinn. Da muss ich mir dann auch mal überlegen, ob ich die dann vielleicht auch, ob die dann auch in mein Arbeitszimmer reinwandert.
Und ja, wer hätte das gedacht, der Rettich, der rote, fette Rettich, und zwar ist das ein, was haben wir denn da für einen Rettich, Ostergruß Rosa 2 schimpft er sich. Und da habe ich dann tatsächlich mal gedacht, Mensch, der wird ja eigentlich nichts mehr, aber jetzt guckt euch das mal an, das sind ja mal richtige Brecher geworden. Die lasse ich auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen drin stehen und dann werde ich die wahrscheinlich demnächst ernten, aber da mache ich natürlich dann wieder wie gewohnt ein Erntevideo dazu. Ja, da war die Gurke drin, die ist raus mittlerweile, habe ich euch erzählt, dass ich alles rausgerissen habe. Da war nichts mehr mit Gurken, das war das letzte. Da haben wir nochmal ein Salbei gehabt, da haben wir dann Lavendel, sieht auch soweit ganz gut aus. Ja, das sind alles so Pflanzen, die werden wahrscheinlich dann auch in mein Arbeitszimmer wandern, so Kräuter und so Gedöns halt. Dann haben wir da nochmal Maggi-Kraut. Sieht soweit auch top aus. Ja, auch da war eine Gurke drin, da ist mittlerweile auch nichts mehr drin. Es wird immer leerer in meinem Gewächshaus, ihr seht es schon selber. Und das sind die Tomaten, die ich jetzt quasi nochmal zusammengestellt habe. Das sind nämlich jetzt zwei Pflanzen hier. Oder drei? Ne, zwei sind es. Genau, und da hängen ja noch ein paar dran. Da habe ich gedacht, da warte ich noch ein bisschen ab, ob die rot werden. Ansonsten pflücke ich die ab und lasse die quasi in meinem Arbeitszimmer unter der LED-Pflanzenlichtlampe nachreifen. Ihr habt ja gesehen, dass das geht. Ich habe es ja bewiesen quasi, dass man dann eine grüne drunter legen kann und dann wird die halt auch rot. Das war ja eigentlich ziemlich cool, habe ich immer gedacht als Experiment. Aber wie ihr seht, quasi wächst es ja jetzt fröhlich weiter und bei dem Wetter bleibt es auf jeden Fall positiv, dass die auch rot werden. Auch da ist dann quasi jetzt die andere noch. Da sind leider noch ein paar grüne dran, wie ihr seht. Aber ich hoffe mal, dass es auch rot wird noch. Da haben wir noch eine schöne rote dabei, jawohl. Da hinten ist so eine kleinere. Die färbt sich aber auch schon langsam, sieht man. Die geht schon ins Orange über. Ja, dann seid ihr noch auf dem Laufenden erstmal wieder, würde ich sagen. Und ja, Basilikum habe ich auch rausgerissen, seht ihr. Wurde leider auch nichts mehr. Mit dem Saatgut hat leider nicht geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Irgendwie hat er kein Saatgut gebildet. Es hat zwar geblüht wie blöd, aber irgendwie hat es kein Saatgut gegeben. Deswegen dachte ich mir, komm, mach's nicht lange rum, haust das Zeug jetzt raus. Denn das Gewächshaus soll jetzt mal langsam leer werden, damit ich das demnächst mal abbauen kann. Aber dann wisst ihr erstmal Bescheid. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Somit verpasst ihr nicht, wenn ich was hochlade. Und ich mache wahrscheinlich am Wochenende nochmal ein Infovideo, da werde ich euch nochmal was sagen zu meinen zukünftigen Livestreams. Also seid gespannt. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.